Wie viele V200 hat Märklin eigentlich produziert? Wie viele Wagen hiervon und wie viele davon? Produktionszahlen sind in der Industrie meist ein gut gehütetes Geheimnis. Aber Märklin hat jahrzehntelang Hinweise gegeben. Die sind zwar nicht ganz genau, geben aber doch einen Eindruck von den Stückzahlen für die meisten klassischen Märklin-Produkte. Auf jedem Karton und jeder Drucksache ist ein kurzer Code abgedruckt. Klar, da ist das Produktionsdatum und das hier ist das Kürzel für die Druckerei, was uns hier jetzt nicht interessiert. Schon seit der Vorkriegszeit und noch bis etwa 1995 war da noch was. 1 bis 3 Buchstaben. Was wollen die uns sagen? Nun, das hat Märklin offiziell nie verraten. Aber beim Knacken von Codes kommt es nicht darauf an, dass der Beknackte dem Knacker die Lösung bestätigt, sondern ein Code gilt als geknackt, wenn die wilde Zeichenfolge durch systematische Umwandlung einen sinnvollen Text ergibt. Deshalb ist das Erste, was Codeknacker wissen wollen, das Thema und der vermutliche Inhalt der verschlüsselten Botschaft. Denn sonst weiß man ja gar nicht, ob man ein sinnvolles Ergebnis gefunden hat. Wenn diese 3 Buchstaben für die Auflage stehen, nur mal so als Hypothese, dann sollte man erwarten, dass das Ergebnis eine passende Ziffernfolge ist und nicht zum Beispiel eine Buchstabenfolge. Wer wirklich Spaß an sowas hat, der hat vielleicht auch dieses Buch mal gelesen oder den Film dazu angesehen, sogar mit Kate Winslet. Aber wir haben es hier ja wohl nicht mit U-Boot-Enigma oder vergleichbar rätselhaft verschlüsselten Botschaften zu tun. Industriestandard war jahrzehntelang, dass man ein leicht zu merkendes Wort nimmt, dessen erste 10 Buchstaben alle verschieden sind und die stehen dann für die Ziffern 1 bis 9 und 0. Leicht zu merken ist zum Beispiel Märklin. Und ich habe prompt auch alle Buchstaben gefunden, bis auf das E. Dann wäre das M die 1 und das N mit oder ohne E die 7 oder 8. Kann nicht sein. Das N kommt oft am Ende vor und weil Auflagen meist gerundet sind, kann es nur für 0 stehen. Mit solchen Ideen fängt das Codeknacken an, aber hier war ich am Ende. Außerdem, die Auflage betrifft ja nicht das Produkt, sondern die Verpackung oder die Gebrauchsanleitung. Produkte wurden immer wieder neu aufgelegt. Weil Drucken billig ist, hat man das bestimmt oft auf Vorrat gemacht, nicht identisch mit den Losgrößen der Fertigung. Aber wenn man die Packungen über die Jahre zusammensucht, vielleicht, wenn man selber freundlich ist, mit der Hilfe eines freundlichen Händlers, kriegt man schon eine Idee. Und es gibt Anhaltspunkte. Märklin selbst gibt die Produktion für die BR89 über die Jahrzehnte mit über 6 Millionen an, diesen Wagen mit über 10 Millionen. Auf der anderen Seite sind bei Losgrößen unter ein paar Tausend die Rüstzeiten und das Einlernen vergleichsweise aufwendig. Kommt aber vor. Okay, die Lösung habe ich letztlich zugeflüstert bekommen. Toy Märklin. 1000, 10.000, 100.000. Und Kleinbuchstaben manchmal als Hunderter. Übrigens, über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Mir scheint plausibel, dass der Katalog von 1975 eine Auflage von 600.000 hatte, die dann tendenziell zurückging. Damit betrachte ich den Code als geknackt. Jetzt müsste man wirklich nur noch wissen, wie viele Auflagen welcher Höhe es bei den Klassikern gab, aber vielleicht stellt das ja mal jemand zusammen. Seit 30 Jahren kann man solche Infos speichern und von überall her abrufen. Sie werden nicht mehr aufgedruckt. Man muss bloß mit der Artikelnummer ins Intranet gehen. Und was damals einfach nur kodiert war, ist jetzt richtig geheim. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.